Moin, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Wir machen weiter auf der Master Quest-Karte, auf der ich letztens über eine komplette DuckTales-Fortsetzung Folge geredet habe. Wow. Ich weiß selbst nicht, wie ich darauf gekommen bin. Alles hat angefangen mit irgendeinem Captain auf Kika. Egal. Er war wieder faul. Ich habe weder die Skulltulas nachgeholt noch eine Flöte, aber stattdessen war ich natürlich nicht untätig. Ich habe mal nachgeguckt, was wir denn in dem Part machen könnten und habe gesehen, hier gibt's eine Flöte. Und ich hoffe einfach mal, dass unser Level für die Mission hier ausreicht, denn ich werde mich jetzt an die Mission hier dran setzen und mir die Flöte von der Mission hier holen. Es ist eine Stufe 2 Mission, also schätze ich nicht, dass es hier irgendwelche Probleme geben dürfte, im Allgemeinen. Ne? Setzen wir es erstmal in die Tat um. Und da ich gerade im Voraus aufnehme, kann ich auf eure Kommentare zum letzten Part noch nicht eingehen. Aus dem Grund. Ne? Ich werde jetzt sowieso eine ganze Menge im Voraus aufnehmen, weil, demnächst die Schule wieder losgeht und dann muss ich mich wieder aufs Lernen konzentrieren, beziehungsweise will ich mich aufs Lernen mehr konzentrieren als aufs Let's Playen. Und ich will euch ja nicht ohne einen Part dastehen lassen, ne? Das will ich ja nicht und aus dem Grund muss ich jetzt einfach ein bisschen mehr aufnehmen, damit ich dann später so gut wie nichts aufnehmen muss. Beziehungsweise später kommt dann sowieso, wie heißt das? Später kommt dann der Hero Mode, genau, und der ist sowieso ein bisschen leichter zum Aufnehmen als die ganzen Kartenabschnitte hier. Die nerven sowieso. Und dann kommt die Schattenkarte. Und ab dann wird es erstmal wieder ein bisschen schwerer. Aber bis dahin dürfte ich locker durchkommen. So, ich habe mir mal für meinen Geschmack habe ich schon relativ zu viel Schaden genommen. Aber das ist natürlich nur wieder mein Geschmack. Ich bin auch außerdem richtig klug. Ich brauche keine Schwachpunktanzeige, um einen Stahlmeister zu killen. Wir müssen, ich glaube, 3 Stahlmeister töten, wenn ich das richtig sehe. Außerdem gibt es ja wieder irgendwo ein Herzteil. Das heißt, da müssen wir auch wieder ein Auge offen halten. Und bestenfalls, natürlich, der Arang stirbt endlich. So, und was soll ich sagen? Epische Musik mal wieder. Aber das ist nichts Neues auf der Map. Auf der Map ist die Musik einfach mega genial. Und wenn irgendjemand was hier gegen die Musik sagt, dann Rache. Rache. Dann werde ich voll raus dir stehen und ihr werdet nie mehr wissen, wer ich bin und was ihr hier wollt und... Und... Genau. Genau, Ultra. So viel dazu. Das hast du schön zusammengefasst. So halbwegs. Und ich habe währenddessen, während ich hier kurz Pause hatte, ne, ich habe mir, hab ja den Part speichern müssen, den letzten. Dauert immer eine Weile. Haben mir die Map mal angesehen und hab gesehen, wo denn die finale Mission ist. Und es ist nicht schwer zu erraten, wo die finale Mission ist. Das ist nämlich die einzige Mission, bei der wir nur mit Link kämpfen können. Ja. Und das kriegen wir schon hin. Ob ich die Mission hier hinkriege, ist eine andere Sache. Denn hier haben wir Impa, die gerade volle Kanne es auf Gendorf abgesehen hat. Und ich sollte vielleicht die gute Impa töten. Die habe ich hier wunderbar reinbekommen. Da hält meine Magie auch noch ein bisschen länger. Das finde ich auch sehr schön. Zack, zack, zack. Hole ich mir ein paar Kills. Hier ganz simpel. Und nochmal. Zack. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich keine Links spawnen. Aber wenn die hier schon mal spawnen, die guten Links, dann ist alles in Ordnung. Und dann prügel ich hier weiter auf Impa ein, weil die ist mir hier wieder ein Klotz am Bein. Die hier hinten steht. Wir können gerne noch ein bisschen über DuckTales reden. Ich mag DuckTales. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ne, ich glaube, wir lassen das Thema DuckTales sein für heute. Ich könnte ewig drüber philosophieren. Aber wir haben schon ewig drüber geredet. Kann euch sagen, dass ich das heute am Samstag aufnehme. Gestern war ja der Stream von Pokémon am Freitag. Pokémon Trading Card Game Online.
Und als der Stream dann zu Ende war, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, habe ich mir mal angesehen, wie denn die DuckTales-Serie geändert hat. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil ihr da Lied da reingeschmissen habt in die Liedauswahl, die ich da hatte. Da habt ihr das Lied reingeworfen. Und da habe ich mir dann mal gedacht, gut, jetzt guckst du dir mal an, wie DuckTales denn zu Ende gegangen ist. Und wie bei allen Disney-Serien, viele Folgen in einer Staffel, aber dann war es dann auch schon. Ne? Zwei Staffeln. Relativ traurig. Gut, ich glaube Quack Attack, wo Donald als Filmregisseur arbeitet oder so in der Art Drehbuchautor. Ne, ich glaube, er ist Kameramann an einem Filmset. Hatte, glaube ich, nur eine Staffel. Was traurig ist, weil war cool. Besonders die erste Folge, die Folge, wo Donald zu spät kommt, an die erinnere ich mich noch total, wo er dann eine Ausrede sich gesucht hat. Oh, die Ausrede war einfach göttlich. Er wurde von Aliens entführt. Und er macht daraus einfach eine komplette Folge, wo er versucht, seinen Chef zu überreden. Und am Ende stellt sich heraus, das war die Wahrheit. Oh, genial einfach. Genial. Schade, dass ich nicht so einen Chef haben werde, wahrscheinlich. Oder von Aliens entführt werde. Hat die aber auch, ne? Donald! Der arme Pech. Die arme Pechente. Gibt's auch ein lustiges Taschenbuch darüber. Wo Donald nur Pech hat. Donald, der Pechvogel oder irgendwie so. Das ist kein lustiges Taschenbuch, das ist eine Entenedition. So ein Special-Ding. Oh, da gibt's auch tausende, ne? Special-Editionen von den lustigen Taschenbüchern. Da kriegt man wirklich schon gar nichts mehr mit. Was da eigentlich noch rauskommt. Lustigen Taschenbücher schon über 500, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Und ansonsten auch richtig viel. Nicht so viele Kills wie ich jetzt hier holen. Ich hätte gern 100. Aber doch eine ganze Menge. Mann, Moment. Eben kurz auf den Damage geguckt. Und da habe ich wieder wunderbar nicht die Schwachpunktanzeige abgezogen. Aber wer musste, wer, warum auch? Ne, ich krieg die auch so tot, die gute Pfeil. Es wird nur schneller gehen, wenn ich die Schwachpunktanzeige abziehe. Aber, oh du, muss ja nicht schneller gehen. Ne, wir haben Zeit. Oder auch nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Stirb. Sind mir ja viel zu viele Gegner. Komm her, liebe Pfeil. Weiß nicht, was gibt's da? Es gibt so eine Special Edition. Dann gibt's eine Enten-Edition. Dann gibt's eben die lustigen Taschenbücher. Dann gibt's eine Maus-Edition. Dann gibt's die ganzen Special-Dinger jetzt, die neu rausgekommen sind, wo vier lustige vier Taschenbücher eine komplette Story erzählen. Dann gibt's noch die Special-Taschenbücher, die man nur beim Abo bekommt, wo ich sowieso nicht verstehe, warum das eigentlich existiert, weil das ist sowieso die reinste Geldmache mit denen, die gibt's nur beim Abo, weil wenn du wirklich alle haben möchtest, dann musst du, keine Ahnung, 3 Abos im Jahr anmelden und, ja nee, da bist du hier falsch leider. ich würde gerne, genau, das hier einmal machen in der Festung. Damit kriege ich relativ viele Kills. Und dann hole ich mir hier ein paar Linky Boys. Keine Ahnung warum. Und dann gibt. Oh, wie hieß denn das? Mickey Mouse Magazin, ne? Gibt's ja auch noch. Krass. Wie viel Scheiße es einfach mal gibt davon. Von Disney. Aber weniger Serien, seltsamerweise. Sehr viel weniger Serien machen die. Zurzeit. Hatten tatsächlich schon mal mehr Serien. Wenn du so auf den Disney Channel guckst, läuft ja immer nur dasselbe. Aber kann ja auch nicht immer wieder dasselbe sagen, Phineas und Ferb ist die beste Disney-Serie, die es derzeit gibt. Es ist halt leider so. Das ist eine... hat wenigstens Humor, Phineas und Ferb. Aber gut. Wer hat das geklärt? Und dann hole ich mir jetzt hier mal eben kurz den Sieg in der Map.
Sofern da nicht ein Riesenboss spawnt. Das kann natürlich auch sein. Und ich brauche natürlich noch die Kills. Die Anzahl. Weil ohne die gehe ich nicht nach Hause. Seitdem irgendwie Disney Channel aber einen eigenen Kanal hat, ne? Disney Channel war ja damals auf Super RTL alles. Ne? Ist es immer weniger geworden. Ganz ruhig, meine liebe Sheik. Ich will dir eigentlich gerade noch überhaupt nichts machen. Ich will eigentlich gerade hier nur ein paar Kills mir holen. Wenn das in Ordnung geht. Kannst dich ja ein bisschen mit meinen Darklings anlegen, wenn du möchtest. Okay, ich prügel dann doch ein bisschen drauf ein. Weil die Kills habe ich gleich. Oh, aber töten will ich die nicht, meine Liebe. Zack, zack, zack. Wunderbar. Ich brauche noch mehr Kills. Das läuft gerade nicht. Ey, wehe, du killst dadurch Sheik jetzt, ne? Ich glaube, die ist nicht drin, ne? Ne, die war nicht drin. Okay. Okay. Wo kriege ich Kills her? Hallo? Noch Kills? Hier sind keine. Brauch noch 30 Kills. Der Wahnsinn. Und Sheik ist gleich tot. Du, mein Lieber, gib mir meine Kills! Dankeschön. Und dann dürfte das doch der wunderbare Arang sein. Das würde mich wundern, wenn das nicht wäre. Ah, jetzt hält die mir doch wieder ein bisschen zu viel aus. Mir kann man es aber auch nicht recht machen, ne? Mir kann man es aber auch nicht recht machen. Egal! Und ich glaube, ich habe sogar noch ein Level-Up bekommen. Damit ist sie ja wirklich gerade die am höchsten gelevelt, der am höchsten geleveltste Charakter. Wahnsinn. Aber die kriegt auch wirklich Missionen, wo man echt leicht leveln kann. Keine Ahnung warum. Egal, die Mission haben wir wunderbar abgeräumt. Und dann kann es ja jetzt wieder links weitergehen. Bam, bam. Der Part ist tatsächlich noch gar nicht so lang. Das wundert mich gerade am meisten, dass der Part noch gar nicht so lang ist. Hätte mir mehr erwartet. Aber gut. Ich werf dich mal weg und den Sockelbonus weg damit. Ah, hier könnte ich eigentlich die Schwächeren wegwerfen, ja. Finsterbonus brauche ich nicht, den kriegst du so oft hier. Dann auch weg, der ist auch Müll. Ja, komm. Machen wir so. Immerhin Goldmaterial ist auch wieder rausgekommen. Sehr schön. Und dann gehen wir nach... Ja, oder wir machen die hier. Die geht natürlich auch. Ist eine Raserei-Mission. Okay. Das wäre natürlich... Ne? Warum zeigt er einen Pfeil? Irgendwie glaube ich, dass es die Pfeilspitze ist. Ja. Wie ich es mir gedacht habe. Alles klar. Na, ich habe ein Verlangen. Irgendwie will ich die Mission hier machen. Das ist eine Stufe 8. YOLO. Ab geht's. Vielleicht kriege ich die 100 Kills ja jetzt endlich mal hin mit dem SP-Angriff. Here we go, Pyroma. Du kriegst deinen dritten Ring. Und deinen letzten somit, weil... Die stärkere Variante von den Ringen bekommst du erst in der nächsten Karte. Ne? Glaube schon. Erst in der Schattenkarte. Die 8-Bit-Version. Und dann legen wir hier mal los. Mit einem Laser direkt auf Dunkelimper, was extrem viel Schaden macht. Ich bin begeistert. Das soll eine Stufe 8-Mission sein. Ja, ich fühle mich direkt wie zu Hause hier, wenn ihr mich fragt. Wahnsinn! Gerade, dass sie nicht direkt gestorben ist, die gute Dunkelimper. Gerade, dass sie nicht einfach abgekratzt ist wie... Keine Ahnung.
Da konnte ich auch nochmal gut fliehen, aber wir müssen natürlich vorsichtig sein. Auf unseren Schaden aufpassen. Denn da habe ich keinen Bock drauf, dass wir wegen dem Schaden dann nicht den A-Rang bekommen. Wen haben wir hier? Hier nochmal eine Dunkelimper. Ich glaube ja. Ja. Okay, zwei Dunkelimpers. Ist auch in Ordnung für den Start. Ich habe nur ein bisschen Angst vor den Riesenmonstern. Die Map ist relativ klein und, ne? Aber 1500 Kills sind hier definitiv drin mit den guten Pyroma. Das wäre doch gelacht, wenn nicht. Und da liegt schon das erste Magiekrügchen. Sehr schön. Wenn du es endlich mal aufheben würdest, der tanzt da um das Magiekrügchen rum. Wahnsinn. 10 Minuten. Das war dann wahrscheinlich auch der Part, schätze ich mal. Haben wir endlich mal wieder einen kürzeren Part. Ist ja auch mal was. Jetzt hatten wir die ganze Zeit richtig lange Parts. Ich weiß auch nicht warum. Hier, friss die Bälle. Und die hier. Wunderbar. Alles klar. Das hätte soweit geklappt. Und dann räumen wir hier mal eine Runde auf. Das läuft immerhin. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, was das für eine Master Quest Mission ist. Weil es ist ja definitiv eine Master Quest Mission. Ich weiß noch nicht, ob es kein Bloggen ist oder vielleicht keine Heilung. Wir gucken mal. Nee, es ist keine Heilung. Okay, das heißt, der Schaden ist sogar wichtig. Wir müssen aufpassen. 500 ist noch nicht viel. Ist in Ordnung. Aber der Riesenboss kommt halt leider erst. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Dass der Riesenboss erst noch auf dem Weg ist. 39, das ist nichts. 39 kannst du dir sonst wohin stecken. Ich brauche mehr Kills. Definitiv. Dann können wir eigentlich bis zum nächsten Mal die Seite da oben abschließen, wo ich mich jetzt gerade vorkämpfe. Dann haben wir wirklich alles Skulltulas. Erstmal. Das wäre definitiv was. Da hätte ich nichts dagegen. Alles Skulltulas ist definitiv cool. Macht Spaß, alles Skulltulas zu haben, weil dann... Das ist so ein Grund, warum ich keine neue Map anfangen will. Weil die Skulltulas halt einfach richtig nervig sind, die zu sammeln. Da musst du einfach zweimal so eine dumme Mission mit nichts und wieder nichts machen. Ich hoffe wirklich, dass die in der Schattenkarte weniger werden. Und jetzt, oh, jetzt haben die eine gestiegene Moral. Ja, jetzt wird scheiße. Aber der gute Pyroman kriegt ein Level up. Total unpassend. Ich hätte vielleicht meinen Boomerang früher werfen sollen. Das war nämlich nichts. Komm, mein Handler. Ja. Zum Glück kann ich blocken. Ey, mein Handler ohne Blocken ist grauenhaft. Das willst du nicht. Das willst du wirklich nicht. Glaub mir. Gut. Na dann. Hoffen wir mal, dass ich das hinbekomme, die abzuziehen. Aber leider, man sieht's, das war gar nichts. Das war wirklich nichts. Da müssen die Aspeches nachhelfen. Immerhin tot. So, welchen witzigen Charakter haben wir denn hier denn sonst noch? Ach du, mein Lieber. Ich habe keinen Pfeil und Bogen. Wo ist mein Pfeil und Bogen? Hier, mein Pfeil und Bogen. Zack, in dein Auge, mein Lieber. Und dann ziehe ich dich hier ab. Du wirst sterben. Was? Oh, moin, Agorok. Steht der einfach mal hier, plötzlich. In Ordnung. Akzeptiere ich. Trotz all dem. Hätte nichts dagegen, wenn du dich beruhigst, mein Lieber. Schließlich haben wir dir noch nichts getan. Laser! Bam! A-Special hinterher. Explosion. Und den Rest zieh ich hier noch so ab, mein Lieber. Und dann gib mir ein Goldmaterial. Wäre cool. Definitiv. Glaube aber nicht, dass ich eins bekomme. Ich könnte hier mal einen Magiga aktivieren, weil hier sind relativ viele Gegner. Und ja, prügeln wir ein bisschen Magie rein, ne? Guckt ihr das an. Zack, Dreier-Kombo mit Magie.
kombiniert, ist das definitiv die unschlagbare Combo. Und wow, kriege ich viele Kills. Am liebsten hätte ich die gerade mit einem SP-Angriff geholt, aber es hat nicht sollen sein, leider. Immerhin kriege ich so eine neue Combo bei dem Magieangriff definitiv hin. Weil guckt euch das an, hier sind auch noch extrem viele Magiekrüge. Zack, Dreier-Kombo. Oder Vierer-Kombo ist auch okay. Kriege ich irgendwann mal den Dreier-Kombo wieder hin? Irgendwie kriege ich gerade keine Dreier-Kombo hin. Kriege ich hier nochmal Magie? Dankeschön. Wahnsinn. Bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin hin und weg gerade, wie viele Kills ich gerade kriege. Zack, kriege ich Dreier-Kombo. Dankeschön. Dreier-Kombo. Woo. Sehr schön. Muss der auch mal wieder sein. Ja, das ist definitiv ein neuer Rekord beim Magieangriff. Das wäre doch gelacht, wenn das keiner wäre. Hier, guckt euch das an. Und dann hole ich mir hier nochmal die Magie. Und prügel direkt weiter drauf. Diesmal auf dich, mein Lieber. Können wir ja auch mal hier rausgehen aus der Festung. Jetzt gehe ich aber wieder rein, weil hier sind definitiv mehr Gegner. Und wenn ich jetzt meine super mega Ultra-Attacke mache, dürfte hier nochmal mindestens 100 abräumen. Na, 50, egal. Nicht so wild. Das war sehr gut. Wow, mega. Bin begeistert. Damit habe ich den A-Special auf jeden Fall schon mal fix. Und dann mache ich hier einen A-Special. Reiße ich die alle mit in den Tod. Werden wieder keine 100, ich sehe es. Ne, 41 nur. Wahnsinn. Machen wir hier nochmal ein A-Special. Werden leider auch keine 100, schätze ich. Es sind viel zu wenig auf dem Haufen. 36. Hilft nix. Am liebsten würde ich jetzt noch ein bisschen... einfach ein bisschen A-Special stocken, weil ich habe den A-Rang sowieso schon. Krieg vielleicht nochmal genau ein Level-Up, ja. Und jetzt am besten in irgendeiner Basis einfach warten, bis die alle auf mich losstürmen. Das wäre das Beste. Aber es dauert halt auch ewig, bis die mal alle bei mir sind. Jetzt ist Sheik und Zelda sind gespawnt. Und die haben auch coole Materialien, du. Ich mach mal hier ein A-Special. Das sind auch wieder relativ viele. 40 sind schon mal tot. Aber mehr wären es leider nicht. Nee. Ich glaube, ich müsste schon mindestens mit 80 starten. 80 tot am Start. Dann wird's klappen. So, Sheik. Hier für dich. Zack, ich hau direkt mal wieder einen rein. Hinter mir steht, glaube ich, Zelda, ne? Ja, hinter mir steht Zelda. Jetzt habe ich es auch gesehen. Moin, Zelda! Wir können ja mal hier ein A-Special machen. Da sind auch wieder relativ viele. Auf den Haufen. Leider nur 8, 23. Ja, 38. Hilft nichts! Mann, ich krieg's nicht hin. Das ist der Wahnsinn. Warum kriege ich das nicht hin? Guck mal eben kurz auf mein Damage, da habe ich ein bisschen Angst davor, aber nee, wir können... da können wir noch. Die könnten uns jetzt die ganze Zeit verletzen. Ich glaube, ich hätte immer noch mein A-Special. Komm her! Ja. Ich hätte lieben gern gerade die Vierer-Kombo gehabt. Die hätten mir mehr gebracht. Wow, ganz ruhig, Zelda. Gib mir ein Goldmaterial. Mhm. Und du auch, Sheik. Hätte ich nichts dagegen. Mehr Goldmaterial für den werten Herrn. Okay, Magie. Und Material. Komm, alle auf den Haufen jetzt hier. Los! Ah, 37. Es wird immer mehr, aber... mit der Zahl kann ich nicht viel anfangen, leider. Leider, leider. Hilft nichts. Können die alle gegen mich vorrücken? Bitte. Das sind auch extrem viele. Ich stelle mich mal hier rein. 60, 65, 67, Explosion. Boah, 84. Nein. Ah, das sah so schön aus. Gendorf. Moin, werter Herr. Was machst du denn hier? Gib mir ein Goldmaterial, lieber Kollege. Komm. Schwachhuhn abziehen. Das magst du auch so gerne, schätze ich. Und reingeprügelt. Rausgeprügelt. Sehr schön. Damage gucken. Okay, ist in Ordnung. Wow, du triffst mich nicht, mein Lieber.
So leicht schenke ich dann doch nichts her. Ah. Hier! Art Special! Nächster Versuch! Das sind 70, 80 wieder. Leider. Ich krieg keine 100. Egal wie viele auf den Haufen stehen, ich glaube, das ist ein Fluch von meinem Spiel. Da können so viele auf den Haufen stehen, wie ihr wollt. Die 100 erreiche ich trotzdem nicht. Zack! Sowieso der vorletzte Versuch. Das sind nur 50 diesmal. Ich bräuchte 70 auf einen Haufen, um es zu schaffen. Und die 70, die kriege ich leider nicht, wie es aussieht. Komm, ein Versuch geht noch. Einer geht noch. Komm. Das sind auch wieder relativ viele. Komm, mehr. Mehr. Mehr, 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 mehr. Ich glaube, ich muss es jetzt machen, weil ansonsten reicht die Zeit nicht mehr. 70, komm, 70, bitte. Nicht insgesamt. Gut. Vorbei. Krasses Gemetzel, aber für die 100 reicht's nicht. Ich hasse dich auch, Spiel. Egal, Arang ist Arang, geschafft ist geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war Hyrule Warriors für heute. Bis dahin. Tschö, tschö. Euer Ultra, was nicht viel bringt, weil ich lese dann sowieso nochmal jetzt hier die neue Waffe vor. Aber gut. Die Verabschiedung wäre schon mal gemacht. Dann gib die Waffe her! Magischer Ring, grün, ein verfluchter Ring, der seine Kraft über die Jahrhunderte aus den Geistern seiner Besitzer gezogen hat. Seine Angriffe manifestieren diese Geister in dunkler, explosiver Magie. Und damit nun wirklich tschö, tschö.